Lieben, ich bin's wieder und ich habe euch heute wieder eine schöne Geschichte mitgebracht. Denn in dem Buch Lustige Geschichten sind noch so viele tolle andere Geschichten drin und eine weitere möchte ich euch heute vorlesen. Unsere heutige Geschichte heißt Wer hat Miau gesagt? Ihr wisst, wer Miau sagt, ne? Da oben ist die Katze und hier unten, was mag denn das sein? Da sieht man ja nur den Schwanz und die Füße. Ob das vielleicht der Hund hier unten ist? Na, ich bin gespannt, wie die Geschichte anfängt. Kuli lag auf der Matte vor dem Sofa und schlief. Auf einmal hörte er, wie jemand Miau sagte. Er hob den Kopf, schaute sich um, schnüffelte ein bisschen und legte sich wieder hin. Ich hab's sicher nur geträumt, dachte Kuli und kuschelte sich gemütlich auf der weichen Matte zurecht. Doch da sagte wieder jemand laut und vernehmbar, Miau. Nanu, wer ist denn das? Kuli lief durchs Zimmer, lugte unter das Bett, unter den Tisch, doch es war niemand da. Das ist Kuli, der kleine Hund. Der ist wahrscheinlich noch so klein, der kennt die Tiergeräusche noch gar nicht. Und da guckt er unter das Bett. Hier guckt er unter den Tisch. Und er sieht gar nicht, dass da oben eine Katze ist. Ich bin ja gespannt, ob er das noch rausfinden kann. Sprang aufs Fensterbrett. Und was sah er? Spazierte doch auf dem Hof ein schöner, stolzer Hahn einher. Freilich, der Hahn hat mich geweckt, dachte Kuli und lief rasch auf den Hof. Hast du Miau gesagt? Fragte Kuli den Hahn. Nein, ich sag nur. Der Hahn schlug mit den Flügeln und krähte lustig. Kikeriki! Und kannst du sonst nichts? Erkundigte sich Kuli. Nein, das ist alles, erwiderte würdig der Hahn. Da guckt er aus dem Fenster und sieht den Hahn. Der ist aber schick, ne? Guck mal, da seht ihr den noch dichter. Der hat ja bunte Federn, schick. Wie hat der Hahn gemacht? Kikeriki, genau. Also, der Hahn war das wohl nicht, der Miau gemacht hat, ne? Muss Kuli wohl weitersuchen. Kuli kraulte sich mit den Hinterpfoten im Genick und trottete ins Haus zurück. Doch vor der Haustür, bei den Stufen, sagte wieder jemand laut und deutlich, jetzt hab ich dich, rief Kuli und begann geschwind mit allen Vieren im Sand zu scharren. Als er schon ein großes Loch gescharrt hatte, kam ein winzig graues Mäuschen hervorgesprungen. Hast du Miau gesagt? Fragte Kuli grimmig. Nein, 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 piepste das Mäuschen ängstlich. Sollte hier jemand so etwas gesagt haben? Jawohl! Hier hat jemand Miau gesagt. War es sehr nah? Fragte das Mäuschen erschrocken. Ja, ganz nah, erwiderte Kuli. Ich habe solche Angst, wisperte das Mäuschen. Und schon war es unter die Treppe gehuscht. Da buddelt Kuli ein Loch. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und hier sitzt das kleine Mäuschen. Knurrt der Kuli das Mäuschen an und fragt, ne? Aber die Maus, ich glaube, die hat ganz schön Angst, ne? Weil Miau macht wer? Ihr wisst das genau, eine Katze. Und Katzen fangen ja immer die Mäuse, ne? Aber das kann ja unser Hund Kuli noch gar nicht wissen. Und das Mäuschen läuft lieber ganz schnell weg.
Und nun weiß Kuli immer noch nicht, wer Miau gemacht hat. Mal sehen, ob er noch mehr Tiere entdeckt. Kuli stand ein Weilchen da und überlegte. Plötzlich sagte jemand hinter der Hundehütte. Miau! Dreimal lief Kuli um die Hundehütte. Er fand niemanden. Doch nun rührte sich drinnen etwas. Du entgehst mir nicht, dachte Kuli und pirschte sich näher heran. Knurrend kam ein riesiger, zotteliger Hund hervor. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur... knurrte der Hund noch böser. Haben Sie nicht zufällig Miau gesagt? Stotterte Kuli und kniff den Schwanz ein. Ich? Willst du mich zum Narren halten, du Milchbart? Schrie der Hund. Da ist die Hütte. Und Kuli sieht die Katze da oben schon wieder nicht, ne? Und aus der Hütte, oh wei, kommt ein großer, zotteliger Hund. Oh wei, wie hat der gemacht? Genau. Also dieser große, zottelige Hund war das wohl auch nicht, der Miau gesagt hat. Erschrocken raste Kuli in den Garten, so schnell ihn seine Pfoten trugen, und versteckte sich unter einem Strauch. Aber dicht an seinem Ohr hörte er wieder leise sagen, Miau. Kuli schaute unterm Strauch hervor. Eine dicke, mollige Biene saß vor ihm auf der Blume. Sicher hast du Miau gesagt, dachte Kuli und schnappte nach ihr. Summ, 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 machte die Biene beleidigt und stach dem armen Kuli mitten auf die Nase. Der schrie auf, weil es so weh tat und machte sich davon. Aber die Biene flog hinter ihm her und summte immer zu summ, 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 zzz. Stech dich! Ich stech dich! Kuli rannte und rannte, sprang vor lauter Angst in den Teich. Da unten ist die Biene. Oh wei. Wo hat die Biene ihn jetzt hingestochen? Genau, auf die Nase. Oh weia. Und das tat so weh. Und dann ist Kuli hier unten ins Wasser gesprungen. Oh. Also die Biene hat auch nicht Miau gesagt. Als er pustete, wieder hochkam, war die Biene verschwunden. Wieder sagte jemand. Miau. Hast du Miau gesagt? Fragte der nasse Kuli einen Fisch, der vorüberschwamm. Aber der Fisch glotzte ihn nur an, schwenkte seinen schönen Fächerschweif und schwamm davon. Auf dem tellerflachen Blatt einer Wasserrose saß ein Frosch. Quack, quack. Weißt du nicht, dass die Fische stumm sind? Quakte er spöttisch. Aha, dann hast du sicher auch nicht Miau gesagt. Aber der Frosch lachte quakend. Du bist so dumm. Frösche können doch nur quaken. Und er sprang ins Wasser. Da ist Kuli noch im Wasser, ne? Und sieht den Fisch. Oh, guck mal da oben, da ist die Katze. Oh, die macht ganz schön Schabernack mit dem armen Hund, ne? Oh, jetzt ist er plitschernass. Oh, und der Frosch hat auch nicht Miau gesagt. Wie macht der Frosch? Ja. Quack. Pudelnass mit geschwollener Nase trottete Kuli nach Hause. Traurig legte er sich auf seine Matte vor dem Sofa. Und da hörte er wieder Miau. Mit einem Satz war er auf.
Und was sah er? Vom Fensterbrett schaute eine schöne gestreifte Katze zu ihm herab. Oh, guck mal, ganz traurig läuft er nach Hause. Oh wei, armer Hund. Da ruht er sich erstmal aus, ne? Und seine Nase tut ihm noch so weh. Aber da, jetzt hat er die Katze endlich entdeckt. Miau, sagte die Katze. Wow, wow, bellte Kulli. Doch dann fiel ihm ein, wie schön der zottelige Hund geknurrt hatte. Also knurrte er auch. Rrrr. Die Katze macht einen hohen Buckel und fauchte. Kss. Sie zog Kulli beim Ohr und sprang schwupps aus dem Fenster. Kulli legte sich wieder hin. Nun wusste er endlich, wer Miau gesagt hatte und konnte ruhig schlafen. Oh, macht die einen Buckel, guck mal. Oh. Und hier zieht sie ihm einfach am Ohr. Oh, weil der arme Hund hat ganz schön viel durchgemacht, ne? Da springt's weg. Oh. Und jetzt kann Kulli endlich wieder schlafen. Das war ganz schön aufregend für einen kleinen Hund. Und die Geschichte ist für heute zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch heute auch gefallen und wünsche euch viel Spaß. Tschüss!